So, der Schornsteinfeger war da. Ein sehr interessantes Angebot. Meine Armee marschiert. Wir ruhen nie. Der Donner unserer Hufe wird über die Ebenen schallen. Wie ihr es wünscht. Los. Der Donner unserer Hufe wird über die Ebenen schallen. Eine Nachricht von Tupfan. Wir sind in Position, mein Verbündeter. Ja. Schon bald werden wir angreifen. Tut das. Toll, der Müll wird auch gerade geholt. Der Feind nähert sich. Der Angriff ist noch nicht durch. Meine Armee marschiert. Bereit, Boss! Reiten wir um die Wette! Wie ihr es wünscht! Reitet! So. Tufan ist auch mit schön davon dabei. Gib deinen Truppen heute Abend mehr Sake. Sie werden es brauchen. Wir werden angegriffen. Ja, reitet Hunde. Schön, das Feuer breitet sich wunderbar aus. Nur weiter so. Hauptsache die Feuertypen können nichts machen. Reitet Hunde! Joho! Eine Nachricht von Hideyoshi. Reitet Hunde! Willst du mich besuchen? Wir sind auf dich vorbereitet. Das ist schön. Wie ihr es wünscht. Ah, die treffen auch nicht mehr 100%. Das ist doch auch mal schön. Oh, Tukfan ist auch schon drin. Die Pferde sind bereit. Eine Nachricht von Yoritomo. Er kann gleich nicht mehr ausbilden. Eine laute Katze fängt keine Mäuse. Oh, doch. Auch. Die Wahrscheinlichkeit ist nur geringer. Auf dem Pferderücken fühlt es sich gut an. Meine Armee marschiert. Eure Waren wurden verschickt. Wen jagen wir? Wen nicht? Wir ruhen nie. Joho! Wir warten auf euren Befehl. Ha! Schön weitermachen. Ein fremder Bursche ist zu Gesprächen eingeladen. Bereit! Ein fremder Burgherr hat uns zu Gesprächen eingeladen. Okay. Die Pferde sind bereit! Es sind fremde Diplomaten angekommen. Ein fremder Burgherr hat uns zu Gesprächen eingeladen. Ein fremder Burgherr hat uns zu Gesprächen eingeladen. Ja, ich hab's verstanden. Reitet! Es sind fremde Diplomaten angekommen. Hunde! Es sind fremde Diplomaten angekommen.
Es sind fremde Diplomaten angekommen. Schnell! Wen jagen wir? Los geht's! Wir warten auf euch. Ja, das war's für dich. Davon müsst ihr euch nicht mehr erholen. Fühlt es sich gut an? Ein fremder Burgherr hat uns zu Gesprächen eingeladen. Eine Nachricht von Hideyoshi. Weht der Wind stark genug, beugt er selbst den Bambus. Das werde ich auch tun. Ja, geh den Bambus biegen. Ja. Wen jagen wir? Juhu! Los geht's! Oh, er hat aufgegeben. Es sind fremde Diplomaten angekommen. Hat mich gehört. Meine Armee marschiert. Eine Nachricht von Tupfan. Wir sind in Position, mein Verbündeter. Schon bald werden wir angreifen. Ja, los. Pass ihm den Todesstoß. Verbündeter, wir gewinnen diesen Krieg. Ja, ich glaube auch. Ich habe halt aufgegeben. Ah, gut. Mach ich weiter so. Es sind fremde Diplomaten angekommen. Ich dachte, er hat es aufgegeben, aber da habe ich mich wohl geirrt. Jetzt noch das anscheinend. Oh, Toyotombe versucht es jetzt. Könnte ihn jetzt den Arsch retten, aber er hat schon so viel verloren. Ein fremder Burgherr hat uns zu Gesprächen eingeladen. Meine Armee marschiert. Bereit! Angegriffen. Wir warten auf euren Befehl. Ja, der ist aus dem Spiel. Da wird nicht mehr viel passieren. Was? Es sind fremde Diplomaten. Ich wollte gerade sagen, da ist ja schon lange nichts mehr gesagt worden. Ja, die zerlegen jetzt natürlich immer erstmal alles. Aber auch wenn sie nach und nach ihn zerlegen, kommt er wenigstens nicht mehr auf den grünen Zweig. Allerdings wäre es viel effizienter, wenn die einfach alles zerstören, wenn die entweder die Sachen zerstören oder. Oder einfach auf den König drauf gehen, aber das machen sie wirklich erst zum Schluss. Egal, ich kann noch ein paar Angriffe machen. Noch ein Angriff und wir haben sie. Beim nächsten Mal fallen die auf jeden Fall weg. Ich sollte speichern. Gespeichertes Spiel. Weil ich glaube nicht, dass sie das noch rumreißen können. Bereit zum Ausreiten. Auf dem Pferderücken fühlt es sich gut an. Spätestens wenn das hier alles hinüber ist. Ah, der ist ausgetrocknet. Ich glaube, sie haben aufgegeben. Eine Nachricht von Hideyoshi. Mein Vater war ein strenger Mann, voller Disziplin. Werte, die er an mich weitervermittelt hat. Ja.
Eine Nachricht von Yoritomo. Ui. Bei stillen Mann hört man am besten zu. Ja, am einfachsten. Ah, jetzt gehen sie direkt auf ihn los. Hauptmann? Joho! Guck, wenn er noch was wegschießt. Und der dann nicht mehr ist. Mit der Wind stark genug, wollt er selbst den Bambus. Das werde ich auch tun. Reißt mir um die Wette! Eine Nachricht von Topfan. Wir sind in Position, mein Verbündeter. Schon bald werden wir angreifen. Dir ist schon aufgefallen, dass der echt am Ende ist, der Typ. 150 Soldaten ist halt wenig. Vielleicht greifen sie ihn auch gleich mit an. Ach, sie haben aufgehört, weil die Samurai da waren. Okay. Wenn du die beschützt, mit einmal sehen die viele Sachen anders. Ja. Zerstört ruhig noch ein bisschen ihre Gebäude. Der kann nichts mehr ausbilden, der ist absolut leer gelaufen. Er bräuchte jetzt so lange, um sich zu erholen. Und die haben wir bald nichts mehr, was sie zerstören können. Das ist so ziemlich das letzte Gebäude. Die können sie zwar auch noch zerstören, die drei, aber ich weiß nicht, ob sie das machen. Wen jagen wir? Oh. Die Pferde sind bereit. Bereit zum Ausreiten. Ja, los, was sagt Tupfan oder wer holt ihn? Ich werde mit Ehre sterben. Nicht, wenn ich es verhindern kann. Jetzt kann ich natürlich viel, viel mehr Leute haben. Hey, jetzt halt zwar echt viel, aber ihr kriegt auch echt was geboten. So viel Reis und so viel Tee. Wenn ihr euer Schwert nie zieht, dann wird es stumpf und rostet. Schön. Ich brauche eigentlich nicht mehr. Wir müssen nicht so weit gegenseitig ausbremsen. Denke ich mal. Ansonsten schadet es nicht, wenn wir ein paar. Jetzt darf ich 50 Leute mehr haben. Es schadet, glaube ich, nicht, wenn ich ein paar Bogenschützen hier dann verliere. Die kann ich halt schwer in Angriff setzen. Wir warten auf euren Schön. Ah, die tibetanischen Gebetsmönche mit dem Kehlkopfgesang. Ich finde die toll. Ja, die Lenz hier könnten echt problematisch werden. Schießt mal mit. Oh, jetzt wird's gleich hässlich. Wir werden angegriffen. Wie ihr es wünscht. Eine Nachricht von Yoritomo. Eine scharfe Zunge kann die eigene Kehle durchtrennen. Ihr werdet nur den Kampf kennen. Ja. Der Donner unserer Hufe wird über die Ebene. Verbündeter, wir gewinnen diesen Krieg. Das will ich auch hoffen. Jetzt haben wir einen fertig gemacht. Wäre schlecht, wenn wir immer noch die kürzeren ziehen. Krieger sind nicht die einzigen, die immer gewinnen. Sie sind
sind jedoch die Einzigen, die immer kämpfen. Ja? Reiten wir um die Wette! Reiten! Ah, da wird es gleich Vergeltung. Auf dem Pferderücken fühlt es sich gut an. Tuchfahren. Wie ihr es wünscht. Spiel. Oh, ernsthaft? Das ist doch echt Mist. Das ist richtig scheiße programmiert. Das Spiel... Start's einfach so. Scheiß ich drauf, dass es nicht synchronisiert werden kann. Es kann doch nicht sein, dass das Spiel ständig abkackt. Jetzt habe ich den fertig gemacht. Denk mir, oh, machen wir doch weiter. Nö. Das Spiel möchte abstürzen. Und auch die Ladezeit ist deutlich schlimmer geworden. Wie ihr gerade feststellt. Ich brauch mitunter 2 Minuten, bis ich in das Spiel reinkomme. Ist nur 7 Minuten her, okay. Aber es ist schon teilweise echt nervig. Und nichts ist so schlimm wie... Erstmal, warum speichert das Spiel ununterbrochen irgendwo? Weil diese Speicherdatei gibt's nämlich gar nicht. Wohin reiten wir? Das... Meine Armee marschiert. Auf dem Pferderücken fühlt es sich gut an. Eine Nachricht von Hideyoshi. Ich bin ein einfacher Mann. Oh, okay, Sie sind so schlau. Ich will nur den Sieg. Sie erkennen, was die bessere Position ist. Eine Nachricht von Hideyoshi. Weht der Wind stark genug, beugt er selbst den Bambus. Das werde ich auch tun. So. Eine Nachricht von Tupfern. Wir sind in Position, mein Verbündeter. Schon bald werden wir angreifen. Rummeln einfach mal schneller. Dann rennt direkt weiter. Feuerpfeilwagen ist bereit. Auch schon wieder fast auf Maximum. Lass mal alle so stehen, wie sie sind. Jojo. Nicht mein Problem. Wir warten auf euch. Yan Dai Jinling, 向着荣耀迈进.
Aber die heißen auch nur Hilfsbogenschütze. Die werden jetzt einfach richtig weggeholzt. Macht ihr das? Da sind immer noch Gegner, das ist ja aufgefallen, oder? Ja, dann läuft das weg. Feuerpfeilwagen ist unterwegs. Ist okay, die waren eh nur zum Opfern. Ich hätte gern die Errungenschaft Overkill. Anscheinend ist es mittlerweile möglich. Eine Nachricht von Tukfan. Verbündeter, wir gewinnen diesen Krieg. Wohin reiten wir? Schön, dass die Bogenschützen vorne stehen und die Axtkämpfer hier hinten. Meisterstratege. Das ist ein echter Samurai-Land hier. Ey, die bleiben halt ständig stehen. Wir sind in Position, mein Verbündeter. Ja, Alter, du scheiß Cheater. Das ist viel zu viel Reichweite. Der Feind nähert sich. Oh oh. Auf dem Pferderücken fühlt es sich gut an. Joho! Gebäude stehen in Flammenhoheit. Wir warten auf euren Befehl. Reitet! Wir warten auf euch. Los geht's! Wie ihr es wünscht. Eine Nachricht von Yoritomo. Los geht's! Ihr werdet nur den Kampf kennen. Meine Armee marschiert. Bereit zum Ausreiten. Okay, Armee ist besiegt. Der haut aber auch gut rein. Muss ich sagen, was Rekrutierung angeht.
Der muss ordentlich, der hat ordentlich Geld, glaube ich. Wenigstens jetzt keine One-Hits mehr. Die tun zwar immer noch weh. Eine Nachricht von Yoritomo. Wenn ihr euer Schwert nie zieht, dann wird es stumpf und rostet. Hüllt sie in Flammen! Raketen sind geladen. Vorsicht, das Ding ist geladen. Wir warten auf euren Befehl. Komm, erstmal wirtschaftliche Schäden machen. Ich sehe viele Tote. Ja, wie es wird. Oh, und wieder bleiben die stehen, ey. Ja, bitte. Mies. Reitet! Ihr seid berittene Bogenschützen, also reitet, verdammte Scheiße! Reitet los! Wieso steht ihr denn da? Das ist so zum Kotzen! Die stehen halt und lassen sich umbringen! Schnell wie der Wind, still wie der Wald. Oh shit, jetzt hab ich mich verschluckt. Oh, das war's, glaube ich. Oh, fuck. Das tat richtig, richtig weh. Meine Armee marschiert. Aber auch das wird der. Wir leben noch? Ich wollte gerade sagen. Ah, hier, jetzt brennt die ganze Burg. Davon erholt er sich so schnell nicht. Hat mich einfach mal zwischendrin verschluckt. Gespeichertes Spiel überschreiben. Nee. Wenn es ausgebrannt ist, war's das. Man kann sagen, was man will, die sind nicht effizient. Oh, die sind das sehr gelassen, diese Frau. Selbst während sie verbrennt, hat sie Stil. Warum kann sich manche Frau heutzutage eine Scheibe abschneiden? Die Mangen sind aber schon übel. Ja, da kann zwar immer noch spammen, aber es wird halt weniger. Und die werden auch wieder reinschießen. Nee, der wirtschaftliche Schaden. So ein Feuer ist in so einer Burg hier echt sowas von schlimm. Wieso verbrennt der eigentlich nicht? Der müsste eigentlich hier unten über Feuer. Ja, der Kunstspeicher lebt noch, aber trotzdem. Er hat nur Billo-Truppen, aber er kann jetzt halt Spam ohne Ende. Das ist sein großer Vorteil. Ach, der hat auch noch einen Kampfbonus. Ja, jetzt hat er keine Leute mehr, weil die Häuser alle kaputt gehen. Ja,
Raketenwerfer wartet auf Befehle. Wir ruhen nie. Yippie! Der Donner unserer Hufe wird über die Ebenen schallen. Ich wollte sagen, wie hat er so viel Schaden, aber hat er gar nicht. Sah nur so aus. Jetzt ist wirklich nicht mehr viel übrig. Ich meine, die schöne Oase hier fackelt jetzt ab. Ja, niedergebrannt. Eine Nachricht von Tupfan. Wir sind in Position, mein Verbündeter. Schon bald werden wir angreifen. Raketenwerfer sind auf dem Weg. Wen jagen wir? Geht mal nicht ins Feuer, bitte. Oder reitet einfach rein. Wo soll das Feuerwerk stattfinden? Der Raketenwerfer kann abgefeuert werden. Hör mal auf. Raketen sind geladen. Gut macht ihr das. Würdest du bitte... Schießt du mal? Lass die Krähe fliegen. Wohin reiten wir? Bereit zum Ausreiten. Der Raketenwerfer kann abgefeuert werden. Ja, genau, mach mal den da. Ja. Ha. Raketen sind geladen. Wir ruhen nie. Die Pferde sind bereit. Der Donner unserer Hufe wird über die Ebenen schallen. Lass die Rakete los! Klappt das? Bedingt. Hauptmann? Ein bisschen Glück. Bereit zum Ausreiten. Eine Nachricht von Tupfan. Verbündeter, wir gewinnen diesen Krieg. Ja, ich glaube auch. Versuchen wir es einfach, ansonsten machen wir es das nächste Mal. Man muss hier vorlaufen, sonst wird das wahrscheinlich nichts. Lass die Krähe fliegen! Nee, trifft alles hier vor. Ah, ich hätte sie hinten versuchen sollen. Egal. Aber ich glaube, so kann ich sie kriegen. Ich muss auf hier angreifen drücken wahrscheinlich. Doch mal wieder die weghaut. So, hab ich beim nächsten Mal wieder einen Verbündeten? Die zerstören wahrscheinlich. Nee, das ist einer. Der Verbannte und der Tote. Fürchtet nicht den Tod. Fürchtet ein verschwendetes Leben. Ihr kämpft gut. Der hat halt hier voll den Vorteil von Rohstoffen gehabt. So, mal die nächste. Was kommt jetzt auf uns zu?